Hi Leute, hier ist Crafter M von The All Gamer 2012 und heute mit einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator. Und dann jetzt war ich stehen geblieben hier das zu fliegen. Wir wollen jetzt auch zu Ende fliegen. Und der andere, weil wir können jetzt nicht viel machen als rumsitzen und nicht machen. Weil der macht unseren Raps jetzt raus. Wir laufen aus dem Händler und zeigen immer, was wir jetzt vorher gekauft haben. Wir laufen und laufen und laufen. Das ist ein sehr langer dahin schickt, steht ja schon. Wir haben einen Düngerstreuer gekauft und einen Anhänger, einen neuen, den wir gleich mal unter die Lupe nehmen werden. Jo. Und wie ihr seht, das ist ein Gilbert 1800 Pro. Die habe ich in der letzten Folge gegönnt, weil ich festgestellt habe, mein anderer Anhänger war viel zu klein. Das ist ein Ack, also ein nach hinten Abkipper. Ich kann drei Seiten Abkipper. So, wir können jetzt mal gucken. Ja. Dann haben wir noch eine Amazone. Ach, wie so mal heißt. ZA-X perfekt gekauft. Und die werden wir dann auch dann einsetzen, hoffentlich. Und ja, sehen wir, unser Guthaben besteigt, also wird langsam weniger. Wir haben jetzt noch 5 Euro. Weil die anderen Arbeiter Geld verlangen. Wir müssen jetzt gleich in den Minus-3-Bereich gehen. Wir machen Minus und Minus Minus. So. Ja, weil die Helfer natürlich Geld wollen für ihre Arbeit, weil sie auch irgendwo verstehen kann. Und wir jetzt uns überlegen, ob wir den ganzen Kredit ausschöpfen wollen oder nicht. So, gucken wir beim Händler, was es noch so weitere Maschinen gibt. Falsch. So, wir sollen mal nach Seemaschinen gucken, weil da haben wir eine relativ kleine. Was gibt es denn da noch so an Seemaschinen? Also wahrscheinlich dann die als nächstes. Das ist 10 Meter 1. Kleine. 3 Meter. Oder holen wir uns an die und holen wir uns die anderen. Ich glaube, so machen wir es. Bank, leih uns mal ein bisschen Geld. Okay. P. Wir gönnen uns jetzt. Können sie auch die gönnen. Und den Rest wieder zurückzahlen. So. Jetzt hoffen wir mal, dass der andere Flug ist gleich fertig ist. Und wir dann die andere Seemaschine nehmen können und dann ausfahren, also mit der neuen Seemaschine dann sehen können. Jo. Seht ihr oben für eine Hochspannung quer jetzt mal lang. Ah, geht weiter. Es dauert sehr lange, bis die Dings gar. Haben wir 2000 Euro. Wir können aber inzwischen halt mal ein anderes Fahrzeug kaufen, was halt 1 Euro kostet. Okay, was? Also die kostet 9 Euro, ja. Wir wechseln die Trailer damit mit 673.500 ist gerade nicht gerade wenig. 5.200, nö. Ja, den werden wir uns dann nächstes holen. Ja, das ist dann unsere Traummaschine. Europa-Maus. Für platzierbare Hügel ist eigentlich sehr schlecht. Den Anhänger wollen wir zugucken. Da wir jetzt unsere Maschine
den Ölwehranhänger. Was gibt's noch? Grober. Laser. In der Arbeit, Alter. Okay. Das wäre hier auch gut, wenn ich im Händler-Shop rum. Dings ist der da weiterarbeitet. Den haben wir ja jetzt in Quantum. 3800k, Entschuldigung. So, was können wir uns denn noch so holen? So, und hier seht ihr mal ein paar Fahrzeuge, die ich auch mit drin habe, aber auch nicht benutzen werde. Damit ich in diesem Let's Play. Bisschen wieder kostet 0 Euro, okay. Was haben wir noch so schönes? Rettungs-KTW. Meat-Klo. Warum nicht? AT2 kostet doch so viel. Ja, und wir sehen. Okay, so ein Dings. Warum auch nicht? Ich habe sehr viele Feuerwehrmods drin. Was haben wir hier noch? Okay, das war eigentlich. Beziehungsweise können ja eigentlich. Wie viel kommen wir noch allein? Wir laden uns jetzt mal bei P, wo ist einer? Überlegen, ob wir uns so einen Polizeibus leisten. Ja, machen wir einfach, weil wir mal damit ein bisschen rumfahren und die Landschaft erkunden wollen. So, zurückzahlen, zack, zack, zack. Oh, der war gerade fertig, okay. Ne, das wollen wir nicht. Wir wollen den jetzt hier auswählen. Starten den Motor. Damit uns nicht langweilig wird, fahren wir jetzt gleich zum Händler, holen dort die Sämaschine ab und flügen, so, nicht flügen, sehen dann die ganzen Teile aus. So, auf zum Händler. Und beim Händler werden wir dann unsere Sämaschine abholen und dann zum Feld fahren und dort aussehen und dann hoffentlich mit Raps, also mit Raps aussehen, dass wir dann hoffentlich viel Geld kriegen und dann uns Kredite wieder zurückzahlen können und dann weiterarbeiten können. Dann steht schon der Polizeibus, den ich glaube in der nächsten Folge noch vorstellen werde, weil es niemand von Zeit, weil es jetzt hier von der Zeit reicht. Da seht ihr den. Ablehnen. Ja, ich glaube für unsere nächsten Folge, dass ich mir den Polizeibus vornehme, den ich dann vorstellen werde. Also die Mod-Vorstellung werde ich wahrscheinlich während des laufenden Displays machen. Damit sich die Maschinen gleich beim Einsatz beweisen können. Und wenn ihr denkt, ich hole mir von den Fahrzeugen mehr, denkt ihr, das habt ihr falsch gedacht, weil ich hole keine weiteren, also Partei unseres Feuerfahrzeuge. Das ist nur dafür gedacht, dass ich, wenn ich mal rumfahre, dass ich da mal ein bisschen Spaß habe und damit doch überall hinkomme. So ein bisschen Langeweile zu vertreiben. Und es hängt. Da seht ihr, dass er schon so viel ausgesehen hat. Und jetzt fahren wir zurück. Na komm, fahr zurück. Jo. So. Und das war auch schon wieder eine Folge von Landwirtschaftssimulator und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.